schönen guten Morgen zusammen. Ich befinde mich gerade in Aschheim-Dornach und schaue mir mal die ganz jungen Talente heute an. Ausgebildet werden die Jungs von der Babelino Sportschule und von der japanischen Fußballschule München. Schauen wir mal rein, was die so können. Hi Emil, du bist ja in der Fußballschule vom Niemat. Wie alt bist du denn? Ich bin 11. 11 Jahre alt. Und spielst du selber im Verein Fußball? Ja, ich spiele beim SV Heus, Dagelfing, genau. Ja. Okay, in der U? 12. In der U12. Und dir macht es riesig Spaß hier? Ja, ich finde das super, weil der Niemat hat ja davor woanders gespielt und dass er sich jetzt eigenständig gemacht hat und so mit so viel Leidenschaft hier reingeht, das finde ich einfach, macht Spaß, ihm zuzusehen. Und da und jedes Woche freue ich mich immer, donnerstags zum Training zu gehen und bei ihm, und das macht dann und hier dann noch diese kleinen Spiele. Ich finde das super hier. Super. Und was findest du, wie findest du die neuen Trikots? Ich finde die richtig cool. Ja. Mit dieser roten Schrift und so. Und diese Trainingstrikots sind auch super mit den bunten. Ich finde, das ist einfach, es gibt wenige Vereine, die so coole Trikots haben. Und der Niemat, der hat auch, glaube ich, selber Spaß, die zu gestalten. Mit der roten Schrift da hinten drauf und auch die hier mit dem bunten und dem blauen Babelino-Logo. Ich finde die super designt. So, bei mir sind links der Nordin, Trainer von der Babelino Fußballschule. Rechts ist der Macher der Babelino Fußballschule, Niemat. Ja, wie findet ihr den Tag bisher? Wahnsinn. Also für mich ist es wie so ein Kindheitstraum, ja, so seine eigene Fußballschule zu haben. Optimal, perfekt. Erst zwei Spiele haben wir gewonnen, deutlich gewonnen. Und jetzt sieht es auch nicht schlecht aus. Super. Also wir sind schon 6-3. Ja, top. Ja. Okay, was mir auffällt als Externer, das Miteinander steht hier total im Vordergrund. Was ist euch wichtig? Auf jeden Fall, also der Spaß auf jeden Fall, dass sich keiner verletzt, aber so dieses Miteinander, Zusammensein und gemeinsam Spiele gewinnen. Sehr gut. Ja? Und ja, kann man nur empfehlen, wie gesagt, die Kids haben Spaß, ich als Außenstehender merke das total und ich blende unten mal die Kontaktdaten von Babelino ein, wer Lust drauf hat und seine Kinder zu einer Fußballschule bringen will in München, meldet euch. Unbedingt. Bis dann, ciao.
Ja, ein eindrucksvoller Tag geht zu Ende. Es war richtig interessant, hier mal zuzuschauen beim Nachwuchs. Und man merkt eines, das Miteinander und der Spaß stehen absolut im Vordergrund. Ich kann es nur empfehlen, Babbelino Sportschule, schaut da wirklich mal vorbei. Und ja, für mich geht es jetzt nach Hause und nächste Woche ist der nächste Stadion-Vlog. Der kommt dann aus Spanien. Ich freue mich, bis bald. Ciao, schönen Sonntag.